Hallo und willkommen zu Watchmaxes Kaffeepause. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Das ist meine letzte Kaffeepause in 2021. Es ist dieses Jahr bei mir persönlich sehr, sehr viel passiert. Es war für mich ein sehr anstrengendes, bewegendes und zum Teil auch belastendes Jahr. Ich habe versucht, davon auf meinem Kanal so wenig wie möglich wirksam werden zu lassen, sodass ihr davon nicht allzu viel mitbekommt und weiterhin einen hoffentlich hochwertigen und regelmäßigen Content von mir bekommen habt. Mir persönlich hat das gut getan, weil das für mich ein Rhythmus und ein fester Anker war. Ansonsten ist vieles bei mir passiert, was ich gerne vermieden hätte, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, aber manches lässt sich einfach nicht vermeiden. Trotzdem bin ich sehr froh, dass ich dieses Jahr erleben durfte, weil ich unglaublich viele spannende Sachen erlebt habe. Ich habe vieles ausprobiert, was meine Videos und meinen Content betrifft. Ich habe euch auch einiges zugemutet, was nicht jedem von euch gefallen hat. Und ich habe ganz viel auch über euch gelernt, nicht über jeden Einzelnen persönlich, aber euch als Community zum Beispiel, dass ihr unglaublich aufmerksam meine Videos guckt. Euch ist aufgefallen, dass ich in einem Video nur Tschüss Axel gesagt habe und das euer nicht gesagt habe, da ich meine Videos größtenteils nicht skripte, sondern freispreche, ist mir das gar nicht aufgefallen. Euch ist das sofort aufgefallen. Dann ist euch aufgefallen, dass ich in einer Kaffeepause keinen Kaffee getrunken habe. Deshalb hier mein Kaffee. Ich trinke wieder Kaffee in der Kaffeepause, so wie sich das gehört. Auch so ein Teil. Viele von euch haben gesehen, dass ich aus meiner eigenen Tasse trinke und haben mich gefragt, wo es die gibt. Ich habe bei Spreadshirt einen Shop, da könnt ihr die Tasse bestellen, wenn ihr wollt. Das ist eine Antwort auf eine Frage. Ich muss deswegen hier irgendwo auch Werbung einblenden, weil es mein eigenes Teil ist. Und deshalb muss ich da von Gesetzes wegen Werbung einblenden, wenn ich euch ein, in Anführungsstrichen, eigenes Produkt von mir zeige. Damit jetzt nicht permanent Werbung eingeblendet wird, drehe ich die Tasse um und werde die als weiße Tasse trinken. Ansonsten hätte ich hier permanent Werbung im Video stehen. Wer habe ich nächstes Jahr vor, beziehungsweise die nächsten Wochen? Das hier ist mein letztes Kaffeepausen-Video dieses Jahr. Ich werde die nächsten Wochen bis Ende Januar eine Pause einlegen. Pause in dem Sinne, dass ich keine neuen Videos kreiere, beziehungsweise keine Videos kurzfristig kreiere, um sie zu veröffentlichen. Ich habe eine Serie vorbereitet, die bis ersten oder zweiten Sendetermin im Februar läuft. Und zwar handelt es sich dabei um ein Langzeitfazit aller Uhren, die ich mir in 2021 gekauft habe. Das heißt, diese Uhren sind zwischen 12 und 24 Monaten in meiner Sammlung und auch geblieben. Und dazu gibt es zu jeder Uhr ein kurzes Fazit zwischen 3,5 und ich glaube 5,5 Minuten. Die Uhren selber sind ja schon alle vorgestellt, entweder als eine Woche am Arm oder als Review oder beides oder zumindest eine Uhr aus der Serie. Insofern sind die Uhren an und für sich alle bekannt. Ich verlinke auch meine Reviews in eine Woche am Arm am Ende eines jeweiligen Videos. Aber ein Langzeitfazit, wie hat sich meine Wahrnehmung über die Zeit verändert? Das hatte ich euch gefragt auf meinem Community-Tab auf meinem Kanal. Viele wollten das sehen und deshalb werde ich das sozusagen als Weihnachts- und Neujahrs-Special senden, ohne regelmäßig neuen Content in dieser Zeit kreieren zu müssen, sodass ich eine Schaffenspause einlegen kann, ihr aber weiterhin Videos von mir seht als spezielle, dedizierte Serie. Wenn euch die Idee gefällt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich einen Schluck Kaffee. Denn wenn euch das gefällt, dann würde ich das am Ende eines Jahres regelmäßig machen, Langzeitfazit meiner Uhren, die schon 12 bis 24 Monate bei mir sind, einfach um mal ein
ein Feedback nach längerer Zeit zu geben. Mich selber hat das überrascht. Ich habe mir alle die Uhren angeguckt und habe selber so einiges gelernt, mir ist einiges bewusst geworden, worüber ich so gar nicht genau nachgedacht hatte. Also mir persönlich hat das auch sehr viel gebracht. Wie das euch gefällt, das wird mich echt brennend interessieren. Dann kommt im Februar als erster freier Sendetermin im Februar wieder meine finanzielle Offenlegung. Ich habe ja gesagt, ich bin ganz offen, was ich mit YouTube verdiene und das werde ich euch im Februar zeigen. Ich habe im Bereich YouTube im Wesentlichen drei Einnahmequellen. Das ist zum einen die Werbeeinnahmen von YouTube, dann das, was ich über die Amazon Partnerlinks verdiene und das, was ich über meinen Datenbankverkauf verdiene. Das ist das Einzige, was ich schon auswendig weiß. Das waren in 2022 bis jetzt und wir haben jetzt den Ende November. Es waren 14,99 € um diesen Dreh rum. Also das weiß ich auswendig schon. Der Rest, der kommt dann Anfang Februar. Ich habe weiterhin geplant, nächstes Jahr ein oder zwei Besuche vor Ort zu machen. Das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber es wird, glaube ich, sehr spannend, sehr interessant und auch ein kleines bisschen außergewöhnlich. Ich versuche Perspektiven zu zeigen, die man so vielleicht nicht erwartet oder die nicht ganz typisch für die Uhrenindustrie sind. Das ist mein Ansatz und ich hoffe, ihr werdet das genauso genießen wie ich. Dann werde ich nächstes Jahr versuchen, jeden Monat einen Livestream zu machen. Ich habe das dieses Jahr schon angefangen mit November und Dezember. Ich hoffe, ich hatte für euch ganz interessante Gesprächspartner. Ich werde das planmäßig ab Februar wieder aufgreifen. Wenn ihr bestimmte Gesprächspartner habt aus dem Bereich deutsche Uhren, deutsche Blogger, deutsche YouTuber, die sich mit Uhren beschäftigen, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und ich versuche dann immer entsprechend interessante Gesprächsrunden zusammenzustellen. Am liebsten wäre es mir immer, wenn möglichst viele verschiedene Seiten abgedeckt sind. Zum einen die Stimme der Sammler-Community, dann die Stimme derjenigen, die Inhalte erzeugen, also der Content-Creator, sei es YouTube, sei es Instagram, sei es Blogs auf der eigenen Webseite und natürlich auch die Seite der Hersteller. Eine Runde von 3 bis 5 Leuten mit möglichst vielen Sichtweisen. Das ist meine Idee für die Livestreams. Und wenn ihr da Ideen habt, wer daran teilnehmen könnte, wer ein interessanter Gesprächspartner wäre, schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich versuche dann entsprechend interessante Runden daraus zusammenzustellen. Ja, Jahresende ist eigentlich immer Zeit für besinnliche Worte. Das ist nicht so ganz meins. Insofern wünsche ich euch einfach irrsinnig tolle Zeit mit euren Familien, mit euren Lieben oder auch mit euch ganz alleine, wenn das euer Wunsch ist. Genießt die Weihnachtszeit, genießt hoffentlich die Ruhe, die ihr habt. Kommt gut und gesund ins nächste Jahr. Und ich freue mich total auf das nächste Jahr, auf den neuen Inhalt, den ich bringen werde. Und freue mich jetzt schon auf die Kommentare, Likes und Abos, die ihr hinterlasst. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren. Freut euch auf meine nächsten Videos, freut euch aufs nächste Jahr und genießt das Leben. Bis dahin, tschüss, euer Axel.